Ich studiere katholische Theologie. Was du? Ja, ich. Bist du verrückt geworden, gerade als Frau? Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Meine Studienwahl mag manche überraschen, manche freuen, manche sogar wütend machen. Mir zumindest bedeutet sie sehr viel. Und nein, ich lerne nicht zu beten oder meine Vorlesungsinhalte bestehen daraus, in Gottesdienste zu gehen. Meine Studieninhalte sind eigentlich total breit gefächert, vom Umgang mit biblischen Texten über Philosophie, Kirchenrecht, aber auch natürlich Fundamentaltheologie bis hin zu Pädagogik oder zu Sozialethik. Und das sind nur einige Beispiele. Ich kann Gott durch mein Studium nicht besser erkennen, werde frommer oder habe eine wertigere Beziehung zu ihm. Aber ich hinterfrage mein Gottes- und mein Menschenbild. Und das immer wieder. Ich bekomme Impulse der verschiedensten Art und werde geisteswissenschaftlich gebildet. Also nein, ich bin nicht verrückt, ich studiere einfach nur Theologie.